Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Runde blamieren oder kassieren. Die zweite Episode mit Werder Bremen, der zweite Versuch mit Werder Bremen. Wir sind also wieder am Start, haben das Team nicht geändert und versuchen dieses Mal im Goldcup natürlich erfolgreicher zu sein als in der letzten Episode, die ihr auf jeden Fall angucken solltet, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wir spielen im ersten Team gegen Serie A, ja quasi Mannschaft, die komplett unkreativ ist, aber das ist mir auch egal, beziehungsweise darum geht es ja nicht, es geht darum, dass wir gewinnen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Link in der Videobeschreibung zu Instagram, Twitter, Facebook und Randy Run. Erste Chance hier von Zlatko Junuzovic. Auf der anderen Seite geht es auch nicht so schlecht los. Das ist Raja Nainggolan. 1:0. Felix Wiedwald sieht nicht sonderlich gut aus und ist der Führungstreffer nach knapp 10 Minuten für den Gegner. Aber wir geben uns nicht auf, machen direkt weiter. Aaron Johansson, der US-amerikanische Nationalspieler, scheitert erstmal noch am gegnerischen Keeper, aber er versucht es direkt nochmal. Er geht wieder auf die etwas außen liegende Position und macht das Ding rein zum 1:1. 34 Spielminute. Was für ein geniales Longshot-Tor. 75.000 Euro. Also für den Pott von Werder Bremen. Richtig schönes Tor der Nummer 10 im Trikot der Werderaner. Natürlich ein kleiner Nachteil, dass man Claudio Pizarro in Ultimate Team nicht hat, aber dieses Tor entschädigt ein bisschen dafür, dass der Peruaner fehlt, der Weißamerikaner mit einer klasse Aktion. Und weiter ging's durch mit den Grünen die Flanke auf Anthony Uja. Das war eine sehr, sehr interessante Variante eines Flugkopfballs. Es blieb aber beim 1:1. Dann Zlatko Junuzovic, der Ball rollt, aber nicht ins Tor, sondern wird auf der Linie gerade noch so geklärt. Es blieb also beim 1:1, versuchten es trotzdem weiter. Anthony Uja mit der nächsten Chance, aber der Nigerianer einfach nicht so treffsicher, wie man sich ihn eventuell erwartet. Johansson deutlich besser hier in der Szene, aber auch mit kleinen Schwierigkeiten im Abschluss. Deswegen weiter 1:1 und die Chancen für die Gegner ergaben sich natürlich ebenfalls. Schöner Schuss hier von Freddy Guarin, bei dem Wiedwald aber nicht eingreifen muss. 90. Minute nochmal Johansson im 16er, macht das gut an sich, der Pass in die Mitte. Junuzovic, aber abgefälscht und deswegen mussten wir in die Verlängerung. Da kommt Johansson. Eine Ballrolle, zwei Ballrollen, drei Ballrollen. Dann kommt die vierte Ballrolle. Und jetzt kommt die fünfte Ballrolle. Er ist durch. Er macht das 2:1. Was für ein Tor von Aaron Johansson. Wir sind in der 92. Minute. Und wir führen erstmals in dieser Partie. Klasse gemacht. Und es ging weiter mit guten Chancen. Anthony Uja zum erneuten Mal. Aber das Ganze wird als Foul abgepfiffen. War sowieso nicht drin. Trotzdem geben wir uns nicht auf. Wieder ein schöner Pass. Wieder auf Johansson. Der hat schon zwei Tore gemacht. Geht in den 16er Ballrolle natürlich. Und das 3:1. 112. Minute. Die Entscheidung und das war richtig stark gemacht von unserem Hattrick-Schützen, der sich den Ball mitnimmt und das vollkommen zurecht, denn so ziehen wir ein ins Viertelfinale des Goldpokals, des Gold Ultimate Team Pokals und da spielen wir gegen den nächsten Gegner und dessen Team ist ein bisschen stärker. Douglas Costa, Ronaldo Ney, meine Offensive dahinter, dann Casemiro mit James und Vidal, das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber es geht gut los mit Johansson, der hier zunächst einmal scheitert. Trotzdem zeigte, dass wir auf jeden Fall unsere Chancen bekommen würden. Levin Öztunali mit dem Ball wieder auf Johansson. Klasse Ballmitnahme, macht das gut. Der Lupfer und da ist Boateng auf der Linie da und hält diesen Ball tatsächlich noch gerade so aus dem Kasten raus. Trotzdem haben wir die überlegene Mannschaft wieder. Johansson aus der Distanz diesmal. Und wieder eine klasse Parade. Der Ball wollte noch nicht so wirklich rein, aber wir geben uns natürlich nicht auf. Anthony Uja mit dem Ball auf die Außenposition. Finn Bartels kommt dann nicht ganz ran, aber im Endeffekt ganz, ganz schwach geklärt. Man sieht also, der Gegner hatte Probleme. Kam auf der anderen Seite erstmals zu einer schönen Chance. Aber Wiedwald ist da und kratzt den Ball aus dem Winkel. Gute Parade unseres Keepers. Dann kommt Douglas Costa, Didi Loboggi. Ja, Feld steht da ein bisschen gefährlich ab. Gott sei Dank steht es weiter 0:0. Und dann kommt die nächste Riesenchance und noch eine Riesenchance und noch eine Riesenchance und alle werden sie nicht genutzt. Der Ball wollte nicht ins Tor. Es sah aus, als ob es hier irgendwie bitter laufen würde, aber dann kommt Aaron Johansson. Hereingabe in die Mitte. Junuzovic ist da. 1:0. 52. Minute. Wunderbar gespielt vom US-Amerikaner und dem Österreicher. Klasse Zusammenspiel. Und der Gegner hatte dann schon genug und quittete aus dieser Partie. Das heißt Rage Quit und auch noch 0:0. Richtig gut für uns. Wir sind im Halbfinale und das bestreiten wir gegen folgendes Team. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Lone Neymar, Lone De Jong und Luis Holtby. Noch ein Lone, ich weiß gar nicht, wie heißt, Luongo, glaube ich. Es sieht nicht so stark aus. Muss das zwingend was heißen? Nein, aber wir versuchen uns natürlich direkt nach vorne zu spielen. Ihr seht, es leckt ein bisschen. Vielleicht ist er deswegen im Halbfinale. Das ist Junuzovic mit der Flanke auf Johansson. Volley, was für ein schönes Tor. Das gibt 85.000 als Special-Tor. 1:0 für den SVW nach gerade 5 Minuten. Richtig gute Flanke von Junuzovic. Und der schöne Abschluss von Johansson. Es machte ja weiter richtig viel Spaß. Bartelt hier mit dem Versuch nicht so gefährlich, aber die Chancen häuften sich. Und das ist der Ball auf Levin Öztunali, der auf Zlatko Junuzovic. Bisher sehr stark in der Episode. Und da kommt dann nicht ganz ran. Der Öztunali kriegt diesen Ball nicht ins Tor gegrätscht, aber es gab weitere Chancen. Wieder Johansson, der war auffälligste Spieler in dieser Episode. Ball auf Levin Öztunali, der auf Anthony Uja bisher noch unerfolgreich. Diesmal ist aber erfolgreich. 2:0, 38.
20. Minute der Führungstreffer Nummer 2, beziehungsweise ja, der Ausbau der Führung. Dann allerdings dummerweise Neymar mit einem Freistoß und der ist perfekt getreten und der hat nicht mal Chemie, das juckt den aber gar nicht. Also 1:2, nur noch 45. Minute. Bedingt durch sehr viele Lecks wurde das Spiel dann immer enger und spannender, aber die Chancen gab es ja meistens auf unserer Seite. Hier eine gute Parade in Zeitlupe. Und weitere gute Taten des Keepers sollten folgen. Das ist Aaron Johansson wieder im 16er. Und dann ein bisschen zu uneigensinnig in die Mitte gegeben. Öztun Ali, dem war es einfach nicht vergönnt, ein Tor zu schießen. Und der Ball geht hier dementsprechend am Tor vorbei. Das war nach einer 75 Minuten. Dann Neymar, wir sind in der 76. Der Brasilianer im 16er. Keiner greift ihn wirklich an. Abgefälscht und dann der Nachschuss von Luongo. Gerade nochmal so gehalten, aber jetzt ganz, ganz schwach geklärt. Johansson kommt da nicht an den Ball ran. Das Ganze nochmal scharf gemacht. Neymar. 2:2. 77. Minute. Ist das tatsächlich das Ende? Ist es tatsächlich so, dass das ganze Spiel noch gedreht wird vom Gegner und dass wir rausfliegen? 90. Minute, nochmal eine Chance. Das ist Johansson gerade eben, muss man schon eine Verlängerung. Diesmal bitte nicht Slatko Junuzovic. Er geht allein, er macht es auf eigene Faust und wie er es macht. 3:2. Wir sind in der Nachspielzeit und es ist der Führungstreffer und der Siegtreffer für den SVW. Wir stehen im Finale des Goldpokals und das dank des Tores von Slatko Junuzovic. Klasse gemacht von unserem österreichischen Nationalspieler und dementsprechend gehen wir jetzt in die letzte Partie. Und die gegen folgendes Team. Es wird nicht einfach, aber wir versuchen unser Bestes mit diesem neuen Team. Wir haben 3 Downgrades wegen dem ersten Runde ausscheiden letzte Episode und 3 Upgrades für die 3 Siege, die wir bisher eingefahren haben, mit jeweils den Toren, die wir gemacht haben. Kalou für Uja, Stendera für Öztun Ali, Gilo Bodji bleibt drin. Dann haben wir Lukimia als Downgrade, Santiago Garcia, die lower graded Carter als Downgrade, Clemens Fritz als Downgrade und Loris Karius als Upgrade noch im Kasten. Der Gegner ist ein Bundesliga-Team. Es sieht nicht so stark aus, aber der Gegner war deutlich besser als die Gegner zuvor. Das ist ja Gündoğan mit der ersten Chance und dem ersten Tor. Wunderbarer Longshot, 15 Minuten durch Karius, direkt mal geschlagen. Ganz, ganz schwach verteidigt, keiner geht drauf und der Mann mit den wunderschönen Haaren kommt dann da auch nicht mehr ran. Es ging weiter über den Gegner, das ist Mario Götze, der WM-Held von 2014, aber diesmal ist Karius da schön übergegriffen und dann den Ball rausgehalten. Hier die nächste Chance, das nächste Tor, aber diesmal abseits von Robert Lewandowski. Wir blieben also noch 20 Minuten im Spiel, nach 35 Minuten dann erstmals eine Aktion auf unserer Seite. Die Flanke von Junuzovic, aber Johansson kommt nicht ganz ran. Trotzdem wurden wir jetzt aktiver, wieder Junuzovic, wieder eine Flanke auf den zweiten Pfosten, das ist Clemens Fritz. Aber die Legende köpft am Tor vorbei. Zweite Halbzeit wieder der Gegner mal im Angriff. Wir sind in der Mitte der zweiten Halbzeit. Schöner Schussversuch an sich, aber gut gehalten von Karius. Und dann Salomon Kalou bisher sehr unauffällig. Dann hier der Tunnel, wunderbar gesetzt. Torwart rausgeholt, der Lupfer kommt. Der Lupfer ist drin, 1:1. Longshot-Tor in der 53. Minute. Der Ausgleichstreffer durch Salomon Kalou. Immer treffen die Stürmer, die wir reinbringen in den Episoden. Und hier ist es wieder ein perfektes Beispiel dafür. Wir gehen aber weiter in der Partie und es wurde leider Gottes enger, der Pfostenschuss hier von Mario Götze war es, glaube ich. Mkhitaryan nochmal mit der Flanke in die Mitte und Schürrle mit dem Kopfball, aber Karius ist da. Das war nach 70 Minuten, 77. Dann André Schürrle geht in den 16er, sweatet in den Rückraum zurück und da ist Götze. Es war kein wirklicher Sweat, aber es ist trotzdem das 1:2. Schürrle mit der Vorlage, wie einst im WM-Finale 2014 für Mario Götze. Wir versuchten zurückzukommen, Stendera mit dem Longshot, 90. Minute, aber es sollte nicht sein. Und dementsprechend verlieren wir das Finale. Bremen hat sich wacker geschlagen im Vergleich zur ersten Episode. Mit den Werderanern sind wir immer relativ weit gekommen, aber leider Gottes reicht es nicht für den Sieg. Und somit nur zu folgenden Endergebnissen, die wir uns jetzt natürlich angucken wollen. Wir haben im ersten Spiel 1,175 Millionen gesammelt, im zweiten 2,1, im dritten 3,185 und im vierten Spiel 75.000 für den Longshot. Natürlich im dritten Spiel für 2 Tore und ein Special-Tor, im zweiten Spiel für 2 normale Tore und im ersten Spiel für ein normales Tor, ein Rage-Quit und 0 Gegentore natürlich beim zweiten Spiel und im ersten Spiel für 2 normale Tore und einen Longshot. Insgesamt mit den 750.000, die sie bekommen wegen dem niedrigeren Marktwert, haben wir 7,285 Millionen für Viktor Skripnik und seine Mannschaft. Das ist ein ordentliches Ergebnis und ich denke, damit kann man als Werder-Fan auf jeden Fall nach der schlechten Episode doch leben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, liked die Episode, wenn ihr Bremen-Fan seid und wenn ihr wollt, dass Bremen eine den Bonus bekommt für das meistgelikte Team, würde ich mich sehr darüber freuen. Auch noch so jetzt Unterstützung für die Serie allgemein. Schaut in den Videos schon mal bei den Links vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Es geht demnächst weiter mit dem FC Augsburg. Macht's gut, bis dann. Haut rein und ciao.